Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute geht es mal wieder um die Gefühle und um den emotionalen Körper. Und das ist ja eigentlich so ein System, das sehr leicht, sehr frei sein sollte und eben nicht überanstrengt. Das sollte natürlich deine rationelle, deine männliche Seite auch nicht sein, aber die weibliche Seite, die emotionale Seite, die passive Seite, wenn die so belastet ist mit alten Dingen, dann wird man da immer rigider, man verliert ein bisschen so den Esprit, man verliert ein bisschen die Freude, man verliert die Lebendigkeit und Gefühle stehen eigentlich für Lebendigkeit. Denn die sind was sich immer wechselt, genauso wie die Lebensenergie, die sollen eigentlich immer fließen. Und wenn du dir deine passive Fähigkeit mal so vorstellst wie ein Glas, ja, und du kannst in das Glas Wasser reingeben, du kannst Milch reingeben, du kannst Eistee reingeben, du kannst Cola reingeben, du kannst Bier reingeben, du kannst unterschiedlichste Flüssigkeiten reingeben in dieses Glas, aber wenn da immer was von der anderen Flüssigkeit verweilt, dann wird die Flüssigkeit, die Frische, die da reinkommt, auch nicht mehr so gut schmecken, auch nicht so rein sein. Dann wird womöglich das Wasser trübe, wenn da vorher ein Orangensaft drinnen war. Und deshalb ist es wichtig, diese Gefühle fließen zu lassen. Gefühle sind kein Reservoir. Die gehören eigentlich gar nicht gespeichert, sondern die sollen ständig in Bewegung sein. Und wir sind halt darauf konditioniert, alles festzuhalten, zu schauen, ich halte jetzt die Liebe fest, denn das ist die Person, die ich liebe und ich liebe diese Person auf eine gewisse Art und Weise. Und dann merkt man auf einmal, dass diese Liebe zerronnen ist, egal wie wichtig sie ist, weil man in dem alten Gefühl drinnen gesteckt ist. Man hat sich vielleicht in den Partner, in die Partnerin verliebt von vor 20 Jahren, von vor 5 Jahren und jetzt ist diese Person nimmer so da, beziehungsweise man hat sich selber weiterentwickelt und sagt, mein Partner hat sich nicht weiterentwickelt. Aber in Wirklichkeit hat sich nur das Gefühl dem Partner gegenüber nicht weiterentwickelt und man hat sich nicht mehr auf den Partner bezogen oder die Partnerin bezogen. Und das merke ich eben ganz oft, dass so Gefühle, die da feststecken, einfach so die Leichtigkeit, die Lebensqualität nehmen und dann natürlich dein Leben wesentlich beeinflussen können und eben nicht zum Guten. Und bei dieser Übung geht es heute mal darum, eben alte Gefühle da mal durchzuputzen, das Glas zu waschen, dass da immer wieder neue Flüssigkeiten reinkommen können, die du ungetrübt genießen kannst. Gut, in diesem Sinne schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt mal wahrzunehmen, dass du für Gefühle, für das Gefühl passiv sein musst. Da geht es also nicht darum, etwas zu erreichen. Ich muss jetzt Liebe fühlen, ich muss jetzt Dankbarkeit fühlen, ich muss jetzt Freude fühlen, ich muss jetzt Leichtigkeit fühlen. Nein, es geht ganz einfach ums Empfangen. Und du erlaubst dir jetzt mal passiv zu werden. Und du wirst in dieser Reise in deine Passivität mal unterstützt. Es fließen aus der geistigen Welt einfach mal so schocklöse Frequenzen in dich ein. Trauma lösen. Das Loslassen der Vergangenheit. Und das ist so ein dunkel-oranges, bernsteinfarbenes Licht. Vertrauen und Ruhe. Und wie eine Stimme, die dir sagt, alles ist gut. Entspann dich. Alles ist gut. Entspann dich. Lass dich fallen. Vertraue. Lass dich zu 100% ein. Lass dich fallen. Vertraue. Lass dich zu 100% ein.
Und diese Ruhe und Liebe, diese warme, bernsteinfarbene, vielleicht auch aprikofarbene Energie, die jetzt in dich einfließt, die fließt immer nach und weiter und ist ganz sanft. Die drängt dich zu nichts, die bedrängt dich nicht. Die setzt dich auch nicht unter Druck, sondern sie fließt sanft ein. Und hinter dir, in deinem Rücken, spürst du nun Frieden. Und Frieden hat so eine grüne Frequenz, wie eine wundervolle Wiese, wie eine Frühlingswiese. Und diese grüne Energie, dieser Frieden, der stärkt dir jetzt den Rücken. Das ist Rückhalt. Das ist Stabilität, das ist Vertrauen. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir, dich absolut zu entspannen. Und dieser Frieden, dieser Rückhalt löst jetzt alten Stress, alte Glaubensmuster aus deinem Feld, alte Verwicklungen und vor allem auch alte emotionale Verwicklungen. Deine Vergangenheit löst sich. Und alle gebundenen Anteile von dir, die in der Vergangenheit feststecken, die in alten Gefühlen feststecken, kommen nun ins Hier und Jetzt zu dir zurück. Gebundene Lebensenergie wird durch diesen Frieden freigemacht und kommt zu dir in dein Kraftzentrum zurück. Und du spürst, wie sich dieses Zentrum auflädt. Und du spürst, wie du dich immer mehr und mehr erdest. Und in dieser Kraft, in dieser Stabilität, in dieser Sicherheit kannst du nun diese Leichtigkeit, das Passive, dieses Vertrauen noch mehr zulassen. Sämtliche Anstrengungen, dass Gefühle gelöst gehören. Sämtliche Verkrustungen, Verwicklungen, dass du etwas tun musst, um aus deinen Gefühlen zu kommen, um diese Gefühle lösen zu können, transformieren sich jetzt. Und du spürst, dass du auf deiner aktiven Seite sinnlose Kämpfe aufgibst. Ich höre auf, mich in sinnlose Kämpfe zu verwickeln. Ich erlaube mir, zu 100% in meine Kraft zu kommen und mich nicht länger zu verausgaben. Ich erlaube mir, zu 100% in meine Kraft zu kommen und mich nicht länger zu verausgaben. Spüre jetzt, wie sämtliche Anstrengungen, sämtliche Kämpfe aufhören, wie deine rechte Seite auch mehr und mehr diesen Frieden annimmt. Und wie durch das Erstarken deiner rechten Seite auch deine linke Seite, die passive Seite, merkt,
Sie kann sich anlehnen. Sie kann zur Ruhe kommen. Sie kann sich auf dich verlassen. Du kannst dich auf dich verlassen. Und spür mal dieses Gefühl, dieses Selbstbewusstseins, ich kann mich auf mich verlassen. Und ich werde ab sofort die Gefühle korrekt einordnen können. Ich werde Gefühle nicht speichern und nicht über die Gebühr beanspruchen. Ich erlaube mir, die Gefühle als Fluss wahrzunehmen, als ein Lebensenergiefluss. Und bei der Lebensenergie geht es nicht um mich persönlich, sondern es geht tatsächlich um das Leben, um das sich bewegen. Und in dieser Energie, in diesem Zuspruch spürst du, wie du dich selbst aktivierst, wie du deinen emotionalen Körper noch mehr aktivierst. Und wie jetzt auch deine rechte emotionale Seite, die rechte aktive männliche Seite, nochmal von deiner linken emotionalen Seite aktiviert wird. Also die Gefühle dringen auch in dein Handeln vor. Du handelst aus deinen Gefühlen heraus. Du handelst aus deinem Bauch heraus, aus deinem Innersten heraus. Du erlaubst dir, deine Emotionen, deine Gefühle auch in Taten umzusetzen und danach zu handeln. Dass du das mehr tust, was dir Freude bereitet. Dass du das, was notwendig ist, erledigst, ohne großes Aufschieben oder Prokrastination. Dass du absolut authentisch lebst, lebendig lebst. Dass du dich nicht in kleine Grabenkämpfe mit irgendwelchen unnützen Dingen im Außen verwickelst und dort stecken bleibst. Dass du klar, kraftvoll und authentisch dein Leben gestaltest. Und diese Klarheit, diese Power, diese Reinigung erlaubst du nun zuzulassen. Und spür mal diese Kraft, die Kraft des Neubeginns, die Kraft, völlig klar für dich handeln zu können, dein Leben frei zu gestalten. Spüre, wie sich dein ganzes System auflädt, wie frische, klare, lebendige Energie durch dich hindurchfließt, wie dein Energiefeld sich ausbreitet, wie du in dieser Kraft, in dieser Authentizität gut geschützt bist, wie dieses Strahlen, diese innere Kraft, dieses innere Strahlen auch andere inspirieren kann. Und in diesem Moment der höchsten Energie bedankst du dich beim Lebensfluss, bedankst du dich bei der Quelle, bei Gott, wie auch immer du das nennen möchtest, bei der Lebensenergie, bei deinen geistigen Helfern und Führern. Du bedankst dich für diese Inspiration, du bedankst dich für diese Lebendigkeit, du bedankst dich für diese unendliche Palette an Farben, die dir geschenkt wurde, um dein Leben zu gestalten. Du spürst
das Potenzial, neue Fähigkeiten zu erlernen, dich zu verbessern, zu wachsen. Und du spürst auch die Fähigkeit, Altes hinter dir zu lassen, alte Gefühle loszulassen, sodass du zu einer Spezialistin für dich selber wirst und einem Spezialisten für dein Innerstes wirst. Und in dieser Energie atmest du jetzt mal tief ein und wieder aus und spürst den Fluss des Lebens durch dich hindurch fließen. Und diese Kraft und Energie erdet sich und erdet dich. Und du spürst jetzt, dass du frei und lebendig bist. Vielleicht merkst du, dass du tiefer durchatmen kannst. Vielleicht fühlst du dich frischer. Du hast jetzt ganz viel von deinem Potenzial wieder zurückaktiviert und zu dir gebracht. Bedank dich jetzt nochmal bei deinem höheren Selbst, bei deinen geistigen Helfern und Führern, bei der Lebensenergie, bei Gott. Und dann erlaube dir in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Atme nochmal ein, streck dich durch. Bewege deine Arme und Beine. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir gegangen? Ich finde, das war eine grandiose Reise und ich freue mich schon, wenn du mir deine individuellen Eindrücke in die Kommentare schreibst. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile die Meditationen, schau mal beim Kanal durch, wenn du neu hier bist. Es gibt unzählige Meditationen, wo du alle Aspekte deines Daseins aktivieren kannst und auch sehr viel selbst mit dir arbeiten kannst. Und wenn du das Gefühl hast, mal festzustecken und was zu brauchen, dann mach dir gerne einen Termin bei mir aus und dann schauen wir individuell mal bei dir rein. Ich wünsche dir eine grandiose Zeit. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erini. Tschüss, bis nächstes Mal.